Hallo, mein Name ist Jason Greatrex vom Champions Team. Heute vor einer Woche, 19. Juni 2016. Die deutsche Fiebermannschaft sind nach Novi Sad in Serbien gefahren und das unglaubliche Wahnsinnergebnisse vom Team Gold geholt. Das ist für Deutschland die erste Team Gold im Friedfischbereich seit 36 Jahren. 1980 haben Team Deutschland Gold gewonnen, Mannheim war das. Seitdem 36 Jahre kein Team Gold im Friedfischbereich. Damals war nicht nur Team Gold, aber auch Einzelgold mit Rüdiger Kremkus. Und heute mein Gast, 36 Jahre später, damals nicht mal geboren, hat das unglaubliche Ergebnis, beide Gold zurückzubringen von einer Weltmeisterschaft. Jens Dirksen. Hi. Hi Jens. Herzlichen Glückwunsch zu einem Wahnsinn-Ergebnis. Weltmeister mit der Mannschaft, Weltmeister Einzel. Dankeschön. Und natürlich Glückwunsch an das gesamte deutsche Team, die Bundestrainer Kurt Kricker und alle Begleiter, die in Novi Sad mit der Mannschaft unterstützt hat. Glückwunsch an euch alle. Jens, du bist vor 2 Jahren zur Nationalkader gestoßen und für viele Angler ein noch unbeschriebenes Blatt. Kannst du vielleicht ein paar Wörter zu dir sagen? Ja, also ich angle eigentlich schon seit, ja, seitdem ich 10 bin, möchte ich sagen. Ja, anfangs habe ich auch noch mit der Stipprute gefischt, so wie das viele gemacht haben, in irgendwelchen kleinen Entwässerungsgräben auf kleine Rotaugen. Und ziemlich schnell habe ich dann gewechselt zu Fiederrute, weil es auch ja effektiver war, meiner Meinung nach. Und ja, irgendwie ist das zu meiner Leidenschaft geworden. Also ich angel nicht erst seit 2 oder 3 Jahren, sondern im Grunde genommen mein ganzes Leben lang. Und ja, habe anfangs bei uns im Verein geangelt, bei den Vereinsfischen mitgemacht. Und ja, bin später, als ich eine größere Herausforderung gesucht habe, bin ich auch in die Niederlanden gefahren und habe dort geangelt mit den Holländern zusammen, die sehr gut in dem Bereich sind. Und ja, also in Deutschland eigentlich nicht so viel unterwegs gewesen, sondern mehr dann in den Niederlanden. Ja, was dann dazu kam, ist, dass ich glaube, das war damals beim Samataro Cup in Gato, da waren meine ersten, ich sag mal, größeren Veranstaltungen dann auch in Deutschland. Und dort habe ich den Ingo kennengelernt, den Ingo Freris. Und der hat mir davon erzählt, dass er ja auch bei größeren Veranstaltungen teilnimmt. Und ich habe ihn gefragt, wie er das eigentlich gemacht hat. Und dann ist es dazu gekommen, dass er mich mit ins Boot geholt hat. Und ich habe mich, konnte mit dem Bremer zusammen, mit dem Bremer Verein, konnte ich dann an Veranstaltungen teilnehmen und bin so immer mehr und mehr da reingerutscht. Mhm. Also das war im Grunde genommen der Start. Und ja, seitdem angle ich auch in Deutschland Veranstaltungen. Und seitdem kennt man mich eigentlich auch so ein bisschen. Wie bist du überhaupt zum Angeln gekommen? Meistens durch die Vater oder Onkel oder so? Ja, es war bei mir genau das Gleiche. Also mein Bruder angelt auch oder hat auch immer geangelt. Und im Grunde genommen hat er mich auch so ein bisschen daran geführt. Und ja, hat bei uns eine alte Tradition eigentlich, das Angeln. Mein Uropa war Fischer sogar. Mhm. Und ja, dementsprechend immer mit dem Wasser und mit dem Angeln verbunden gewesen. Und ja, über die Jahre ist das ja nicht weniger geworden, will ich mal sagen. Okay. Dein Bruder angelt immer noch heutzutage? Er angelt immer noch. Vielleicht nicht mehr ganz so viel wie früher, aber er ist auch dem Angeln immer treu geblieben und er verfolgt das alles mit und angelt selber auch auf Veranstaltungen und ja, ist auch Angler, genau. Mhm. Zu der Vorbereitung und Training zu dieser Weltmeisterschaft. Du hattest dir im Vorfeld die Preston Feeder Challenge an der Kanal angeschaut, der DTD-Kanal heißt das. Ne? Richtig, ja. Als einziger Deutscher bist du runtergereist. Hab mit einem Team aus Ukraine gefischt. Mhm. Welche Erkenntnisse konntest du für dich und das Team damals mitnehmen? Ja, also grundsätzlich ging es mir darum, eigentlich das Gewässer kennenzulernen und ich wollte die Chance unbedingt nutzen. Das heißt, seit dem Tag, wo ich durch den Coach Kurt Kricke nominiert wurde für die WM, habe ich eigentlich an nichts anderes mehr gedacht als diese Weltmeisterschaft. Und als ich erfahren habe, dass im Vorfeld da eine Veranstaltung, in der Pressencup stattfindet, da war für mich eigentlich klar, dass ich daran teilnehmen möchte. Mhm.
Ja, was habe ich dort kennengelernt? Also viele, viele kleine Informationen, Kleinigkeiten, das Gewässer, die Gewässertiefe, die Beschaffenheit, die Bodenbeschaffenheit, aber auch solche Sachen wie zum Beispiel, kann die Sitzkippe halten auf dem steilen Untergrund und ja, viele Kleinigkeiten eher. Mit den Fischen war es eher so, dass dort weniger Fische da waren, also nicht so zahlreich. Die Arten waren aber eigentlich die gleichen. Und auch das Fressverhalten der Fische war sehr ähnlich. Also man konnte da schon einiges mitnehmen, auch wenn es wesentlich schlechter war von den Ergebnissen und von den Fängen. Ja. Du hast mit dem Team aus der Ukraine gefischt. Konntest du Infos von denen auch lernen? Oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das war eigentlich, ja, beide hatten da ihren Nutzen von. Ich konnte etwas von denen lernen und die konnten auch was von mir mitnehmen. Ja, es war eine super Sache, denke ich, dass wir da waren. Ja. Denn die Trainingswoche, ihr wart da eine ganze Woche bevor der WM, ja? Mhm. Mit welcher Taktik oder welche Taktiken seid ihr in der Trainingswoche gestartet? Also unser Start am Montag war eigentlich so, dass wir keine direkten Vorgaben hatten. Das heißt, jeder konnte so angeln, wie er es für richtig hielt, um das Gewässer kennenzulernen. Mhm. Und ja, der Coach hat gefragt, ob das für uns in Ordnung ist. Und wir waren da alle mit einverstanden, weil klar, wenn man so lange fährt und man ist da, dann möchte man einfach nur noch ans Wasser und loslegen. Mhm. Und das haben wir auch gemacht. Ja, sehr erfolgreich. Gleich am ersten Tag haben wir sehr gute Ergebnisse erzielt und haben auch schon die ersten Erkenntnisse sammeln können. So dass wir quasi unsere Strategie dann aufbauend von dem Montag quasi festgelegt haben über die Woche. Und dann haben wir uns das zusammen als Team quasi erarbeitet und wir haben gewisse Dinge ausprobiert oder wir haben nicht alle das gleich gemacht, sondern einige haben kurz gefischt, einige lang und verschiedene Futtersorten haben wir probiert. Wir haben mit Lehm gearbeitet, wir haben geguckt, was passiert, wenn man die Fische viel befüttert am Anfang und so weiter und so fort. Also wir haben einige Dinge ausprobiert und ja, haben eigentlich aufbauend auf den Erkenntnissen von Tag zu Tag geplant dann. Ja. Und das war wirklich ein Team, das gesamte Team, oder war da besonders ein, zwei Leute hatten da, kommen besser zurecht als anderen? Ich glaube, wir sind als Team sehr gut zurechtgekommen. Mhm. Wir hatten Tage dabei, wo, ich kann mich zum Beispiel an einen Trainingstag erinnern, da war die Idee, dass man am Anfang wirklich viele Köder bringt, um gegebenenfalls die Welse zu aktivieren und zu häufen, weil wir haben gemerkt, dass die wirklich fressen wollen und viel Futter wollen. Und dann war die Idee, dass wir vielleicht in der Anfangsfütterung mehr Futter bringen, um die gleich zu aktivieren und dahin zu stellen. Das hatte ich ausprobiert, der Jens Koschnik auch. Und da hatten wir, von Ergebnis sahen wir nicht so gut aus, will ich mal sagen. Da hatten wir vielleicht 800 bzw. vielleicht ein Kilo und die anderen waren deutlich besser. Also es gab schon unterschiedliche Trainingsergebnisse, die aber auch teilweise damit zu tun hatten, dass wir unterschiedliche Techniken ausprobiert haben. So, Warnes-Woche, Montag bis Freitag, wie hat sich die Fressverhalten der Fische verändert? Also ich hatte eigentlich das Gefühl, dass das gleich geblieben ist. Also ich glaube, die Strecke hat sich nicht so viel geändert über die Zeit. Also es waren immer von Anfang an die Welse da, die auch gut gefressen haben und auch bis zum Ende hin gut gefressen haben. Also das hat sich eigentlich nicht verändert. Und auch die Weißfische waren eigentlich immer da. Es gab ja verschiedene Sektoren und einige Sektoren waren halt vielleicht auch ein bisschen besser als andere, aber grundsätzlich ist es relativ gleich geblieben. Also das, was ich zum Beispiel beim Pressencup erlebt habe, war, dass sich das Gewässer geändert hat. Also man konnte im Training relativ einfach, würde ich sagen, 3 Kilo fangen und im Wettkampf war das nicht mehr möglich. Und da gab es also irgendwo einen Umschwung und eine Umstellung, aber jetzt bei der WM habe ich das so nicht empfunden, nein. Ich denke eher, dass es gleich geblieben ist. Ich glaube, auch in der Trainingswoche habt ihr einen ziemlich guten Betreuerstab. Auch, waren die oft bei anderen Mannschaften? Konnten die gute Infos zurückbringen von anderen Mannschaften? Könntest du diese Infos brauchen? Also wir hatten einen sehr guten Betreuerstab, das heißt Leute, die sich im Hintergrund auch um Köder kümmern konnten. Wir hatten Leute bei, die sich mit den Mückenlarven sehr gut auskannten. Das war von unschätzbarem Wert, würde ich fast sagen. Und die gleichen Leute, auch alles Angler, die konnten auch in den Trainingstagen konnten die andere Nationen unter die Lupe nehmen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben uns aufgeteilt, wir haben die Trainingsboxen beobachtet, wo wir am Vortag gesessen haben, beziehungsweise wo wir am nächsten Tag hin mussten. Ja. Mhm. Und haben geguckt, wie wurde dort geangelt und was für Gewichte wurden dort erreicht. Und wir haben natürlich auch einige Nationen, wo wir dachten, okay, die kommen hier gut klar, die haben wir besonders unter die Lupe genommen. Mhm. Aber es war eigentlich immer so, dass wir unseren eigenen Stiefel dort durchgezogen haben. Das heißt, wir haben zwar gesehen, wie die angeln, aber wir hatten
von Anfang an eigentlich selber ein gutes Gefühl und selber eine Idee, wie es da laufen muss. Mhm. Also wir haben nicht versucht, jemanden zu kopieren, sondern wir haben im Grunde genommen haben wir unsere eigene Taktik gestärkt die Woche über. Respekt, Respekt. Welche Futtersorten und welche Futter-Erde-Kombination habt ihr im Training getestet? Also wir hatten verschiedene Futtersorten. Wir hatten eine Sorte von der Firma Mosella dabei. Die haben wir über den Ingo Freris bekommen. Und wir hatten einen zweiten Mix von dem Thorsten Küsters von HJG Drescher. Also zwei Futtersorten und verschiedene Lehmsorten. Das heißt auch Lehm aus der Richtung Mosella und auch Lehm von Thorsten. Und wir haben das durchgetestet. Das heißt, wir hatten unterschiedliche Angler haben an unterschiedlichen Tagen mit den verschiedenen Mixen probiert. Wir haben aber sehr schnell herausgefunden, dass das Futter dort eigentlich keine Rolle spielt. Das heißt, die Beschaffenheit des Futters, die muss natürlich stimmen. Das heißt, es muss sich aus dem Korb lösen und so weiter und so fort. Aber jetzt das Futter an sich hatte jetzt nicht diese Riesenbedeutung, dass man sagen kann, das Futter war jetzt irgendwie unglaublich viel besser und wir haben uns dann dafür festgelegt. Sondern es war irgendwie so, dass beide Sorten haben funktioniert. Ja. Und im Grunde genommen war das dann zweitrangig, welches Futter wir nutzen. Ja. Und in welche Kombination habt ihr mit Lehm? Welche Lehmen? Ja, also ich habe am Anfang, gerade ich habe das auch gemacht, an dem Montag, wo wir frei fischen konnten, habe ich nur mit Lehm gefischt, um zu gucken, ob es funktioniert. Das war einfach eine Idee und ging auch. Also die Fische haben eigentlich auf die Mücken reagiert, auf die Mückenlarven, die mit ins Futter rein oder mit in die Erde reinkamen. Mhm. Und wir haben, ja, mit Lehm experimentiert. Wir haben Futter-Lehm-Gemische gefischt. Wir haben auch, wie ich zum Beispiel, ich habe Lehm pur gefischt. Verschiedene Dinge ausprobiert. Wir haben aber zum Freitag hin eher das Gefühl gehabt, dass Lehm nicht mehr ganz so wichtig ist. Also es war eher so, dass wir mit hohen Erwartungen da auch rangegangen sind, auch gerade was Lehm angeht und so weiter und so fort. Und haben dann aber über die Tage eher festgestellt, okay, so ganz entscheidend ist die Lehmgeschichte hier doch nicht und sind dann auch davon tatsächlich auch wieder weggerückt. Also ja, also ich denke, das hat nicht die ganz große Rolle gespielt bei dieser Veranstaltung. Wie zufrieden wart ihr mit den Ergebnissen von der Trainingswoche? Also insgesamt waren wir sehr zufrieden, weil wir haben auch gesehen, dass die anderen Nationen nicht mehr bzw. auch weniger fangen als wir. Auch gerade als wir neben den Holländern saßen, da hatten wir, ich denke mal, im Schnitt das Doppelte von denen. Und wir haben gemerkt, wir kommen sehr gut klar. Und auch andere Nationen haben gesehen, die Deutschen fangen sehr gut. Und das hat uns natürlich aufgebaut. Also wir haben im Training gemerkt, wir sind gut dabei und wir können unsere Taktik und unsere Technik hier ansetzen. Und wir brauchen nicht nach links und rechts schauen, sondern ja, wir können das machen, was wir hier rausgefunden haben. Das hat uns, denke ich, unheimlich aufgebaut und ja, dementsprechend war die Erwartungshaltung auch schon irgendwo da und wir haben gemerkt, hier geht vielleicht was. Ja. Was waren die wichtigsten Erkenntnisse am Ende der Trainingswoche, der wichtigste entscheidende? Also ich denke, wichtig war, dass man nicht nur versucht, diese Welse zu fangen, sondern auch, dass man versucht, Skimmer, kleine Brassen, Zopen, wie auch immer zu fangen. Also für uns war eigentlich klar, dass wir keine reine Kleinfischtaktik durchziehen, sondern dass wir, es gab Sektoren, da waren die Welse sehr wichtig und auch entscheidend. Und die haben wir auch rausgefunden, wo das sein wird. Und wir wussten, wie man sie beangelt. Aber wir hatten eigentlich mit der Mannschaft auch gesehen, okay, wir können hier Skimmer, wir können Zopen fangen, wir können Weißfische fangen. Mhm. Und da haben wir uns, da haben wir uns quasi darauf vorbereitet. Ja. Okay, Samstagmorgen, erster Tag, kommt der Kapitän oder der Bundestrainer zu dir und sagt, Jens, E28, das ja. Ist nicht nur Endplatz, das ist die aller Endplatz. Was war das Gefühl um 10 Uhr fängt das an, um 10 vor 10, was war deine Gefühle? Ja, also es war tatsächlich so, dass wir uns natürlich alle getroffen haben am E-Sektor am ersten Tag und dann wurde uns gesagt, wo wir eben sitzen und dann hat der Coach mir gesagt, ich sitze auf dem Endplatz und bei mir war die Euphorie nicht so groß, ehrlich gesagt. Ich habe bei den Preston Cup habe ich auf A1 gesessen am ersten Tag und es war überhaupt kein Vorteil und ich hatte eher das Gefühl, der Fisch ist auf die Strecke gezogen und das war jetzt nicht unbedingt der große Vorteil. Jetzt hier auf E, deswegen, also ich war da eher noch verhalten. Der Coach hat sich gefreut über den Platz und hatte auch gewisse Erwartungen natürlich, aber ich war da noch unter Vorbehalt das Ganze. Also ich war da eher skeptisch, muss ich sagen. Ja. Was war die Taktik für den Anfang vom Tag? Ja, also wir haben im Training haben wir natürlich auch im E-Sektor gesessen einen Tag und wir haben rausgefunden, dass man dort Karauschen fangen kann,
Auch im Nahbereich, am Uferbereich, waren Karauschen zu fangen. Wir hatten die Information auch von den Stippern, von der Europameisterschaft bekommen, dass man dort Karauschen fangen kann. Auf der langen Bahn hatten wir eher auf Wels gesetzt in dem Sektor. Und ich denke, wir sind damit auch gut gefahren. Mhm. Somit hatten wir eigentlich von der Strategie her zwei Bahnen, die wir befischen wollen. Einmal kurz auf die Karausche und einmal weiter raus auf Welse. Und ich habe mir beide Bahnen aufgebaut. Ich habe draußen gefüttert und habe dann aber auch die kurze Spur befüttert. Und meine Überlegung war, kurz anzufangen. Für den Fall, dass die Karauschen da sind, kann man natürlich dann gleich mit großen Fischen anfangen. Mhm. Und ja, es hat sich ja hinterher herausgestellt, dass das Gold richtig war. Ja, so es gibt unterschiedliche Taktiken für jeden Sektor dann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir fanden eigentlich das Sektor A, B, C. Das war quasi ein gerades Stück. Da war es überall mehr oder weniger gleich. Man konnte auf einer 20 bis, ich sag mal, 25 Meter Bahn konnte man Weißfische fangen. Und das war unsere Hauptbahn, will ich mal sagen. Für die Kurve und für den E-Sektor haben wir aber auch auf kurze Bahnen gesetzt. Ja. Und wie war die Aufteilung mit Ködern? Die Anfangsfütterung? Wie viel Köder? Ja, also wichtig war, dass man, ich will mal sagen, relativ verhalten gefüttert hat. Also ich hatte da, wie ich auch schon sagte, im Training bin ich da einmal mit auf die Nase gefallen mit einem hohen Köderanteil im Futter. Das hat nicht funktioniert. Auch im Pressencup habe ich das versucht und es hat nicht funktioniert. Somit war es diesmal klar, dass man ein bisschen defensiver zu Werke geht und nicht ganz so viele Köder bringt zu Beginn. Das haben wir gemacht. Also ich habe auf die lange Bahn habe ich 5 Körbe gesetzt und auf der kurzen Bahn mit ganz kleinen Mikrokörben habe ich vielleicht 5, 6 kleine Körbe mit wenig geschnittenen Würmern gebracht, um einfach überhaupt mal was reinzubringen, um die Fische zu aktivieren, aber nicht so viel, dass man sich dadurch irgendwas verbaut. Das war also die Strategie, die Futterstrategie. Und ich denke mal, die war im Team oder die wird im Team gleich gewesen sein. Ja, so erzähl mal kurz, wie ist der Tag gelaufen denn? Ja. Also am Anfang war natürlich eine große Anspannung da. Die Erwartungen waren groß an den Endplatz, will ich mal sagen. Und klar, für mich das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei, ohnehin schon natürlich aufgeregt auch. Und ja, was noch dazu kam, ich hatte 10 Meter rechts neben mir war ein Krautfeld, was langsam reintrieb. Und da war noch gar nicht klar, ob ich überhaupt angeln kann, wenn es losgeht, weil das war genau von der Geschwindigkeit so, dass beim Startsignal wäre das genau vor mir gewesen. Und da war die Frage, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Und dann hat mein Betreuer, Roland Görke, hat dann dafür gesorgt, dass das da weggemacht wird durch die Betreuer. Die kamen dann mit einer langen Hake und haben das Kraut weggemacht. Allerdings ein großes Feld konnten wir nicht rankommen, das mussten wir einfach durchtreiben lassen. Es passte von der Fütterung, von der Startfütterung her passte das noch. Ich konnte also quasi erst die lange Bahn befüttern, dann kam das Krautfeld und dann habe ich ohnehin kurz gefüttert. Von daher war das jetzt kein Nachteil. Und als das Angeln dann richtig losging, dann war es auch eigentlich schon vorbeigetrieben. Also das war, ich sag mal, die erste Aufregung morgens, war im Grunde genommen dieses Krautfeld. Dann lief der Tag so, dass ich im Grunde genommen auf der kurzen Bahn relativ schnell Fische hatte, Bisse und auch ziemlich schnell Karauschen. Und da habe ich gewusst, okay, wenn ich die richtig befütter, werden die so schnell nicht wieder weggehen. Das hat sich im Training gezeigt. Die Information hatten wir, wenn man die Karauschen richtig befüttert, dann bleiben die auch durchaus da. Und ja, das ist passiert und ich bin dann richtig gut reingekommen. Ich habe Fische gefangen, dann geht die Nervosität geht natürlich dann auch runter und im Grunde genommen zieht man dann irgendwie seinen Stiefel durch. Und ja, es war ein super Erlebnis. Also ich habe auch während des Angelns gemerkt, es läuft recht gut und ich hatte die Nachbarn so ein bisschen im Blick auch und wusste, okay, ich kann mit meinem Gewicht nicht ganz so schlecht liegen. Und ja, es war eine wahnsinnige Sache. Wie groß sind die Karauschen durchschnittlich? Also das war ganz unterschiedlich. Es gab Karauschen, die wogen vielleicht 100 Gramm, also ganz kleine Karauschen. Aber es gab auch richtig große, ich sag mal bis 1 Kilo. Also das war gemischt und man konnte vorher nicht wissen, was war es. Also das war schon unterschiedlich. Also ich habe auch 2 oder 3 Karauschen tatsächlich auch verloren. Ich hatte, vorne im Bereich waren viele Steine und das war so, wenn die größeren Fische drauf waren, die sind auch gerne mal dann an die Steine rangeschwommen und die haben dann einfach das Vorfach an den Steinen, an die Muschelbänken aufgescheuert. Ich habe irgendwie 2 oder 3 größere Karauschen dann verloren, aber die meisten, wie gesagt, habe ich gefangen. Und wie behältst du die am Platz? Also wir haben die mit geschnittenen Würmern hauptsächlich gefüttert. Ja. Also das war ganz klar, dass die auf Wurm reagiert haben und wenn man da peu à peu immer wieder Würmer bringt, dann ja, ich hatte tatsächlich das Gefühl, die Fische werden immer mehr und sind auch nicht wieder gegangen. Ja.
So, am Ende der Tag, ich muss meine Notizen jetzt gucken, am Ende der Tag hast du 14 Kilo 134 Gramm gewogen mit 116 Fische. Das war 5,5 Kilo mehr als der zweite Platz. Aber ich glaube, fünf Angler, laut den Ergebnissen, fünf Angler hatten mehr Fische als du. Ja. So, war das die Corrosion? Ja, auf jeden Fall. Sind die anderen nicht auf die Corrosion gekommen? Also, es waren auf jeden Fall die Karausche. Die Angler, die mehr Fische hatten, die haben auf Wels gesetzt. Das hätten wir, wenn die Karauschen nicht gekommen wären, auch gemacht. Also Wir hätten dann draußen auch auf Schlagzahl auf die Welse wären wir gegangen. Da konnte man unheimlich hohe Schlagzahlen auch erreichen, weil die Welse waren da massenhaft vorhanden im Sektor. Von daher waren Angler da auch mit einer höheren Anzahl von Fischen. Allerdings hat sich bei mir die Frage nie gestellt, weil ich quasi von Anfang an größere Fische da hatte und da war klar, dass ich nicht rausgehen brauche auf Welse angeln. Und dementsprechend ist das dann dabei geblieben, würde ich mal sagen. Ein paar Wörter zu den Geräten, was ihr benutzt, Routen, Rollen, geflochtene. Kann ein bisschen mehr erzählen davon? Ja, also wir haben jetzt im Team, weiß glaube ich jeder, haben die Angler haben kein einheitliches Tackle, sondern jeder fischt seine Routen. Also was, denke ich mal, wichtig war hier, ist, dass man feine Routen hat, Routen mit guter Aktion. Von den Schnüren her haben wir habe ich mit geflochtener Schnur gefischt, mit Schlagleine davor. Auf die weite Bahn haben wir mit ganz kurzer Schlagschnur gefischt, um die Bisse möglichst gut zu sehen. Auf die kurze Bahn, gerade im E-Sektor, auf die Karauschen, hatte ich durchgehend Monofil, damit eben die Schläge von den Karauschen abgefedert werden können. Also das war schon unterschiedlich. Vorfechtlänge, Hakenmodelle, große? Also Hakengröße habe ich eigentlich durchgehend 14 gefischt. Ich hatte viel experimentiert, aber am Ende war es der 14 Haken, der meiner Meinung nach genau richtig war. Und die Vorfachlänge, die war für die Welse möglichst kurz zu halten, das heißt 50 cm. Und für die Skimmer war ein längeres Vorfach deutlich besser. Das heißt, es musste langsam zu Boden sinken. Die Fische haben den Köder auch gerne schon im Absinken genommen und da war ein längeres Vorfach besser. Und wir hatten im Grunde genommen zwei Vorfachlängen. An Köder, an der Haken, welche Köder war erfolgreich? Ja, also ich habe, wie gesagt, zwei völlig unterschiedliche Tage erlebt. Ich habe am ersten Tagen die Karauschen gefangen, die habe ich mit Wurm oder Wurmstückchen. Wurmstückchen. Genau, das war meiner Meinung nach der beste Köder. Und geht auch schnell. Man kann ein Wurmstück schneller aufziehen, als wenn ich jetzt Mücken am Haken mache. Die hätten sicherlich auch gerne Mücken gefressen, aber Wurm ist eben schneller und war sehr, sehr effektiv. Am zweiten Tag auf die Weißfische, auf die Skimmer und Zoben, da waren Maden sehr gut, aber auch die Zuckmückenlarve. Okay. Die war Gold wert. Was war da, für welche Korbe habt ihr benutzt dann? Also ich habe eigentlich für die längere Bahn, wir haben für die längere Bahn ausschließlich Plastikkörbe gefischt. Auch eigentlich gar nichts anderes. Ja. Vielleicht haben wir ein paar Mal getestet, wie sich das Beißverhalten ändert, wenn man auf dem Drahtkorb umschwenkt, wenn das Futter eher gelöst wird. Aber wir hatten einheitlich im Team das Gefühl, Plastikkörbe sind besser. Und wir haben eigentlich nur mit Plastikkörben gefischt. Auf die ganz kurze Bahn, da haben wir kleine Drahtkörbe genommen. Ja. Und zu Ende der Angeln, natürlich die Betreuer haben alle Kontakt mit einer anderen. Wenn sind die ersten Infos gekommen zu den anderen Mitgliedern im Team? Also eigentlich schon während des Angelns. Das eine oder andere Mal war eben Kurt auch da und hat gesagt, wie es bei den anderen läuft. Und man wusste, okay, das Mannschaftsergebnis scheint sehr gut zu sein. Mhm. Und wenn wir das so durchziehen können, werden wir auch am Ende irgendwo oben mit dabei sein. Also das war schon während des Angelns bekannt, wo wir stehen eigentlich. Und trotz der super Ergebnisse in Hinsicht, sind das Sachen, was man noch besser machen könnte an diesem Tag 1? Es gibt immer irgendwelche Sachen, die man besser machen kann. Ja. Und auch nach dem Angeln sagt man, okay, das hätte man so machen können und dann hätte man vielleicht noch ein oder zwei Fische mehr fangen können oder der hätte das und das noch ausprobieren können. Also es gibt immer Sachen, die man hinterher, wo man hinterher sagt, gut, das hätte man verbessern können, aber wir waren auf Platz 2 nach dem ersten Tag, knapp hinter den Engländern. Und da war die Freude einfach so riesengroß, dass man da kaum noch überlegt hat, was muss man anders machen. Sondern wir waren einfach alle nur noch überglücklich und erleichtert irgendwo. Und die Anspannung fällt auch vielleicht so ein bisschen ab im ersten Augenblick, wenn man
merkt, okay, man ist im Training gut und meistens gibt es dann, irgendwie kehrt sich das Wasser nochmal um und dann ist man enttäuscht nach dem ersten Wettkampftag. Diesmal war es wirklich so, dass wir im Training gut waren und auch nach dem ersten Wettkampftag und ja, das war unfassbar schön. Könnte man gut schlafen abends? Also ich nicht. Also ich hatte, habe nicht gut geschlafen, muss ich sagen. Ich hatte auch im Training immer schon eine Riesenanspannung, muss ich sagen. Also das war nicht so einfach. Ich hatte auch schlechte Trainingsergebnisse teilweise dabei, wo man überlegt hat, okay, woran hat es jetzt gelegen? Man muss sich quasi immer wieder neu motivieren und also da war eine große Anspannung und dann gerade auch dann am ersten Tag den Endplatz und so weiter und so fort, das steckt einen in den Knochen. Das schüttelt man nicht einfach so ab. Also das war auch schon anstrengend, die ganze Geschichte. Gut, Tag 2, der Sonntag. Okay, am Tag 1 hast du den Endplatz gehabt. Für manche würden sagen, ein bisschen Glück gehabt. Gehört zu jeder Erfolg. Tag 2 löst du Platz A17. Am Tag 1 war 12. Platz. 12. von 14. Was waren die Gefühle dann? Also mein Gefühl war eigentlich, mich hat unheimlich gestört, dass gesagt wurde, ich habe den Endplatz und das war ohnehin ein guter Platz. Man konnte mal merken, die Leute haben mir gratuliert und man konnte merken, okay, die haben gesehen, Wahnsinnsgewicht. Ich glaube, es war auch der Streckenrekord. Also in keiner Veranstaltung wurde jemals 14 Kilo gefangen dort. Aber ich konnte auch merken, dass dabei gesagt wurde, er hat auf dem Ende gesessen. Und das hat mich persönlich unheimlich gestört, muss ich sagen. Also das wurmt einen ganz einfach und ich habe vor dem Losen habe ich nur gesagt, ich möchte in A, B oder C sitzen. Das war mein großer Wunsch, dass ich einfach auf der Strecke sitze, in der Mitte von der Strecke, wo da war mir egal oder welcher Sektor, aber ich wollte gerne A, B oder C sitzen, damit ich nochmal ein gutes Ergebnis machen kann. Also das muss ich sagen, das war, als wir zur Strecke gefahren sind, das war mein Wunsch. Mein Wunsch war es, irgendwo auf der Strecke zu sitzen. Und ja, das hat dann ja auch geklappt. Also ich habe dann A17 gezogen. Mir waren die Vortagesergebnisse waren mir gar nicht bekannt. Habe auch nicht danach gefragt, war mir im Grunde genommen auch egal, was der vorher da gefangen hat. Ich habe dann nur gesehen, als wir an der Strecke ankamen, dass neben mir der Holländer saß, Theo Lyric. Ja. Und ich kenne ihn sonst auch nicht persönlich oder so, ich auch nur mehr oder weniger sonst aus Videos und aus Zeitschriften und wie auch immer. Und jetzt auf einmal saß er daneben mir, da habe ich dann doch schon mal gesagt, okay, das war spannend. Aber ich habe im Grunde genommen, hatten wir eine Taktik und wir wussten, was wir da zu tun haben. Und ich habe auch bei der Entfernung und so weiter, habe ich eher meinen eigenen Stiefel durchgezogen. Ich habe nicht so sehr nach links oder rechts geschaut. Dann erzähl mal, wie ist der Tag gelaufen? Also im Grunde genommen lief es nicht viel anders als im Training. Man baut seine Sachen auf, man denkt eigentlich immer nur in Etappen. Man setzt die Kiepe runter, man richtet die Füße auf, dann baut man die Routen auf und man denkt immer nur von Schritt zu Schritt. Ja. Klar, es ist immer eine große Nervosität da. Von daher muss man das wahrscheinlich auch so machen. Und ich habe im Grunde genommen alles wie im Training einfach aufgebaut, habe meine Sachen fertig gemacht, habe dann die Bahn gesucht, auf der ich fischen möchte und habe dann halt auch festgestellt, okay, der Boden ist sehr gut. Auf 25 Meter war eigentlich im Grunde genommen ideal. Ich konnte, das war auch wichtig, dass man wenigstens ein oder zweimal den Korb bewegen konnte, bevor man an die Steine rankam. Das war da gegeben. Ich habe keine Hindernisse festgestellt, sodass ich schon mal ein gutes Gefühl hatte. Also ich hatte nach dem Ausloten, hatte ich schon das Gefühl, okay, der Platz ist in Ordnung. Und ja, dementsprechend war ich ja, frohen Mutes, will ich mal sagen. Mhm. Ja, und so Stunde für Stunde, erklär mal, ja, was für Fisch habt ihr gefangen, was war Zielfisch, wie hat die Taktik geändert während des Tages? Also die Anfangsfütterung und die Taktik war genau die gleiche, das heißt, ich habe wieder draußen angefangen, habe 5 Körbe gefüttert, bin dann auf die kurze Bahn, die habe ich auch befüttert, habe aber dann anders wie zum ersten Tag auf der langen Bahn angefangen zu angeln und ja, nach dem Startsignal bin ich im Grunde genommen rausgegangen und habe auch, ich weiß nicht, vielleicht auch gleich mit dem ersten Wurf den ersten Fisch gefangen und ich glaube ein Wels war es, wenn ich mich erinnere. Mhm. Aber nach dem zweiten, dritten Wurf kamen auch die ersten Weißfische, die ersten Skimmer dabei, die ersten Zoben, die ich gefangen habe und ich bin eigentlich ganz gut reingekommen. Von Anfang an Fisch gefangen und habe gemerkt, okay, hier ist was möglich und ja, bin gut in den Tag reingekommen. Ja, was vielleicht noch ein bewegender Moment war eigentlich, wenn man, wo die Stunden so
quasi ins Land ging und man fängt gut, man sieht die Nachbarn, hat man so ein bisschen im Blick, man kriegt die Informationen von der Strecke, was wird gefangen, wer fängt gut, wer nicht so gut und wo man selber ungefähr liegt. Irgendwann dann fängt man an zu begreifen, okay, heute ist was möglich. Ich hatte am ersten Tag die Eins und ein hohes Gewicht und ich wusste, wenn das jetzt hier was wird, dann kann ich vielleicht sogar Einzelweltmeister werden. Und als mir das bewusst wurde, das war nochmal so ein Moment, da lief einem so der Schauer den Rücken runter, ja. Muss ich auch sagen, da kamen die ersten Tränen wirklich ins Auge, wo ich gedacht habe, hier ist jetzt was möglich. Ne? Also das ist ja ein unbeschreiblicher Moment. Während des Angelns? Während des Angelns, ja. Was hast du, der Betreuerstab hinter dir? Ich war leider nicht dabei, aber ich war bei vielen Weltmeisterschaften. Ist das so hinter dir? Ist da so ein Publikum aufgebaut langsam? Ja. Kriegst du die richtigen Gefühle dann? Ne? Also das ist passiert. Also es waren relativ viele Leute dann auch hinter mir. Natürlich mein Betreuer, der Roland Görke, war die ganze Zeit über auch da. Aber auch Leute, die wussten, ich habe am ersten Tag die Eins gemacht, waren natürlich am zweiten Tag auch wieder bei mir und haben geguckt, wie es läuft. Und ich muss aber sagen, dass mich die Leute hinter mir, das hat mich überhaupt nicht gestört. Also man sieht es ja auch nur, wenn man sich umdreht. Und fand ich jetzt, war überhaupt kein Problem. Was eher, wo es eher kritisch war, wenn Leute neben mir waren oder wenn die Kamerateams ein bisschen nach links zurück sind, um mich aufzunehmen. Mhm. Wenn man die gesehen hat und man weiß, okay, die gucken einem jetzt hier irgendwie auf die Finger, das war dann nochmal eher schwierig. Also das liegt mir nicht so. Also ich von hinten kein Problem, wenn jemand zuguckt oder auch was reinruft, das stört überhaupt nicht. Aber so direkt neben einen oder dann, das ist schon dann was anderes, ja. Und hört man denn von dieser Leute? Ja, hört man. Also ich hatte zum Beispiel ein englisches Kamerateam, die dann auch gedreht haben, die dann sagten, okay, dass wir hier wahrscheinlich den Einzelweltmeister sehen. Und das ist natürlich, das kriegt man mit und ja, das muss man dann auch erstmal verarbeiten in dem Augenblick. Und ja, man muss da einfach ruhig bleiben und darf dann nicht verrückt werden. Aber ich glaube, ich hatte auch den richtigen Betreuer, der hat auch immer gesagt, bleib ganz ruhig und zieh deinen Stiefel durch, sieht gut aus und ja, es passte einfach. Ja, so Abpfiff, Ende Tag 2, die Waage kommt, jetzt sind wir, wie weiter geht's? Ja. Ich wusste, ich habe relativ gut gefangen. Ich konnte zwar nicht einschätzen, wie viel Kilo genau, aber ich auch wieder über 100 Fische, teilweise recht große. Ich hatte diesmal auch sogar zwei Brassen dabei. Also die Fische wurden eigentlich immer mehr. Man konnte sich den Platz richtig aufbauen, sich die Fische dorthin stellen. Und ja, ich wusste, das Gewicht ist hoch. Dass es dann über 10 Kilo waren, das war dann nochmal wieder eine Überraschung. Also ich hatte gedacht, ein gutes Ergebnis müsste 7 bis 8 dann wird man wahrscheinlich in seinem Sektor ganz vorne sein, aber das ist dann nochmal über 10 oder knapp 11, das war nochmal eine Überraschung, ja. Das war gut. Allerdings kam dann die Information, dass weiter hinten im Sektor der Österreicher auch gut gefangen hat. Und es war auch von Brassen die Rede und von 86 im Fischen. Mhm. Und dann war tatsächlich leider auch nochmal ein bisschen Anspannung drin, weil es war dann leider doch nicht mehr so sicher, obwohl die ersten Gratulanten sind natürlich schnell da und gratulieren einen und sagen, hier, du hast den Weltmeistertitel. Aber so sicher ist das dann eben bis zum Ende doch nie. Mhm. Und dann kam nochmal ein paar Minuten, wo die Anspannung groß war, wo wir warten mussten, bis die Ergebnisse von dem ganzen Sektor kamen. Also das war nochmal eine schwierige Zeit. Aber am Ende die Freude umso größer natürlich. Ja. So, wann hast du genau erfahren, dass du Weltmeister bist? Also, während des Angelns waren ja schon Leute da, die haben es gerufen oder auch das Kamerateam, was sagt, hier sehen wir alle wahrscheinlich nach den Weltmeister. Da hat man angefangen, daran zu glauben. Nach dem Angeln und wo dann das Gewicht feststand, da kamen die Gratulanten und im Grunde genommen wäre alles andere dann eine ganz bittere Enttäuschung gewesen, wenn es dann doch nicht so gewesen wäre. Die Gewissheit kam natürlich erst, nachdem Kurt dann die Ergebnisse vom ganzen Sektor hatte und wo er dann gesagt hat, hat gereicht und du bist Erster und dann war es klar und ja, dann war natürlich die Freude groß. Das glaube ich. Aber noch wichtiger, wann kommt die Information mit der Mannschaft? Eigentlich auch, das ging eigentlich zeitgleich. Also Kurt hatte die Ergebnisse aus den anderen Sektoren. Er hat eigentlich schon während des Angelns gesagt, die und die Leute liegen ganz vorne oder da sehen wir gut aus. Dass wir allerdings Weltmeister sind, das, ja, unfassbar. Das kam auch erst nach dem Angeln, wo dann gesagt wurde, ihr habt England da noch geschlagen. Das war also unglaublich. Also
ja, nach dem Angeln eigentlich erst. Also nicht, das stand nicht so früh fest, das muss ich sagen. Dieses Erlebnis würde ich nie erleben, aber vielleicht kannst du teilen, was geht durch den Kopf? Was geht durch den Kopf? Weltmeister, Mannschaft, Einzel? Man kann das in dem Augenblick, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber man kann das erstmal so gar nicht realisieren. Also man stand im Grunde genommen die ganze Woche unter Anspannung und man hat immer nur in Etappen gedacht und hat sein Bestes gegeben und dann auf einmal steht man da ganz vorne und ist auch bei der Siegerehrung irgendwie vor den Engländern, wird man aufgerufen. Das ist unfassbar und da fehlen einem dann die Worte und da braucht man ein paar Tage, um das zu realisieren. Also klar, die Freude war riesengroß, bei allen riesengroß und wir haben das natürlich auch gefeiert, aber dass man wirklich am Ende brauchte man ein bisschen, wo man gesagt hat, wir haben hier die Engländer geschlagen. Also das war ja bis zu dem Zeitpunkt, hat keiner für möglich gehalten, dass das überhaupt geht. Ne? Jetzt bist du eine Woche zu Hause oder 4 Tage, ne? Ja. Lange Reise nach Hause, 2 Tage Reise. Jetzt zu Hause, jetzt Gefühle, ist das jetzt angekommen? Ja, ist auf jeden Fall angekommen. Es war, ja, das ist von mir natürlich ein Kindheitstraum. Ich habe, wie gesagt, immer schon geangelt und ich hatte ein Poster von Bob Nutt irgendwie in meinem Angelraum und habe immer gedacht, einmal Weltmeister werden, das wäre ein Traum. Ja, dass ich das erreichen kann und vor allem so schnell erreichen kann, das ist natürlich unglaublich. Also da, ich habe ja eigentlich jeden Tag irgendwie ein kleines Lächeln im Gesicht, weil ich denke, ich bin Weltmeister geworden. Also das ist ja unglaublich. Nächstes Jahr? Ist da Pläne schon im Laufen? Wie funktioniert das überhaupt nächstes Jahr? Also ich weiß, dass die WM in Portugal stattfindet. Ja. Ich habe erste Informationen bekommen von dem Weltmeister 2015, von den Evangelista, mit dem habe ich gesprochen. Ja, also es soll wohl so sein, dass es so wie auch im Wiesenjahr, dass man sich über den im Fiedertreff, über die Kadersichtung da mehr oder weniger qualifiziert. Das heißt, es wird aus den ersten 15 wird die WM-Mannschaft benannt. Ja, ich muss mal sehen. Also ich werde auf jeden Fall natürlich teilnehmen und ja, wenn ich dabei sein kann, dann fahre ich natürlich. Aber ja, das wird sich dann erst im Oktober quasi rausstellen. Ja gut, das ist ein anderes Thema. Ich halte mich raus heute daraus. Ja, darf ich anfassen? Ja, selbstverständlich. Mal gucken. 2x Gold, Einzel mit der Mannschaft, mit Jens Dirksen. Jens, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Oh, ich habe mich selber eingeladen. Kein Problem. Vielen Dank. Ich danke auch.